أضاءت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا ربي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Wir haben alle von dem gestrigen Flugzeugabsturz gehört, der Germanwings in den Alpen. Und als Muslim sollte man immer aus allen Dingen, die einem geschehen, sowohl positive als auch negative Ereignisse, Lehren ziehen. Und um Lehren aus dieser Geschichte zu ziehen, für unser Leben, will ich erstmal, dass wir uns in diese Lage versetzen. Stellt euch vor, ihr seid in diesem Flugzeug. 8 Minuten Senkflug. Mit, soweit ich gehört habe, 700 km/h. Ja. 700 km/h Senkflug auf diese Art und Weise. 8 Minuten. Was muss er für eine Angst haben in diesem Moment? Wenn man die, und das über einen längeren Zeitraum, das hat ja nicht, das war ja nicht, die sind ja nicht genau von jetzt auf nun abgestürzt, sondern wirklich 8 Minuten Senkflug. Ja. Ein Muslim in diesem Moment, wenn er selber diese Situation, wer möge Allah uns davor bewahren, der würde erstmal versuchen, Tauba zu machen. Tauba zu machen in dieser Zeit, in diesen 8 Minuten, Allah um Vergebung bitten und zu versuchen, dass er sagt, oh Allah, vergib mir alle meine Sünden, denn Allah ist der Vergebende, der Barmherzige. Und er müsste versuchen, dass die Shahada sein letztes Wort ist. Dass die letzte Wort, dass das letzte Wort von ihm die Shahada ist. Denn wem, also das Glaubensbekenntnis. Denn der Prophet a.s. sagte, der, dessen letztes Wort im Diesseits La ilaha illallah ist, der wird das Paradies betreten. Das wäre dann das Ziel in diesem Moment. Aber wir müssen uns im Klaren sein, dass dieser Tod, dieser plötzliche, beziehungsweise relativ plötzliche Tod, der dort gestern 150 Menschen erreicht hat, jeden von uns treffen kann, und zwar jeden Tag, nicht unbedingt im Flugzeug, sondern auch im Straßenverkehr. Das kann noch schneller gehen. Oder es kann ein Amokläufer kommen, oder es kann sein, dass das Haus einstürzt. Es kann sein, dass er einfach einen Herzinfarkt bekommt. Und deswegen sollte man als Muslim, so wie Ibn Umar sagt, immer auf den Tod vorbereitet sein. Was sagt Ibn Umar, radiallahu anhu? Der Sohn des Kalifen Umar al-Khattab, des zweiten Kalifen, was sagt er? فَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَذِرُ صَبَحَ. Wenn du den Abend erreichst, dann erreiche nicht den Morgen. Und wenn du den Morgen erreichst, dann erwarte nicht den Abend. So sollte man leben. Und das ist das Problem, was viele Muslime haben. Deswegen sollte das für uns eine Lehre sein. Wer von diesen Leuten, die in das Flugzeug eingestiegen sind, hätte gedacht, dass er an diesem Tag stirbt. So gut wie keiner, insbesondere weil eine Schulklasse da war, aus der 10. Klasse. Insbesondere deswegen, wer hätte das gedacht? Deswegen, liebe Geschwister im Islam, seid immer bereit. Seid immer bereit. Das gilt als erstes an mich. Denk immer daran, heute kann dein letzter Tag sein. Wer hätte von denen, die gestorben sind, damit gerechnet, dass er an diesem Tag stirbt und wie willst du vor Allah stehen? Wenn du gerade als Muslim lebst und hast eine Freundin und trinkst Alkohol und gehst Party machen und betest nicht 5-mal am Tag und verrichtest deine Pflichten nicht und lernst die Religion nicht. Deswegen als guter Ratschlag für mich an erster Stelle und dann für euch alle. Denkt durch diesen Vorfall daran, der Tod kann uns jederzeit erreichen. Und dieses Leben ist eine Probe. Allah hat dieses Leben zu einer Probe gemacht. Und diese Vorkommnisse oder diese Ereignisse sind eine Warnung für dich und mich. Denke dran, ja, o Diener, der Tod kann jeden Tag kommen. Manche Leute haben eine längere Krankheit. Manche Leute kriegen einen plötzlichen Herzinfarkt.
das ist eine ganz wichtige Lehre, an die wir denken müssen. Dann sollten wir weiter darüber nachdenken, warum schockt uns dieses Ereignis jetzt gerade so sehr? Warum schockiert uns das so? Ja? Während eigentlich jeden Tag auf der Welt Katastrophen geschehen, Unglücke passieren, Autounfälle, Morde, alles Mögliche passiert. Jeden Tag sterben so viele Menschen plötzlich. Ja? Wirbelstürme, Überflutungen. Aber warum schockiert uns gerade dieses Ereignis so sehr? Die Antwort ist, weil es so nah ist. Weil es so nah ist. Wir fahren ja schon in Spanien. Ich war im Jahre 2010 in Barcelona. Und ich bin von Barcelona nach Köln-Bonn geflogen. Wahrscheinlich genau dieselbe Strecke, gehe ich mal von aus. Wahrscheinlich genau über diesen Berg bin ich wahrscheinlich geflogen, an dem diese Maschine zerschollen ist. Das heißt, das ist so nah. Wie viele Leute fliegen von uns immer? Und keiner ist davor sicher. Wenn man hört, es gab einen Tsunami in Indonesien beispielsweise, dann ist das ja, das ist Indonesien, da gibt es halt öfter Tsunamis, aber es gibt ja keinen Tsunami in Deutschland. Das heißt, es schockiert uns, was dort passiert, aber es ist weit weg. Wenn wir von einem Wirbelsturm hören in Amerika, sagen wir ja, es ist in den USA, sagen wir oft, da gibt es riesen Wirbelstürme, aber die Wirbelstürme hier in Europa, die sind ja nicht so hart. Wenn wir hören von einem Kernreaktorunfall in Japan, ja, dann denkt man ja, okay, das ist in Japan. Aber wenn man hört, ein Flugzeug, das auf dem Weg nach Deutschland war, ist abgestürzt, dann sagt man sich sofort, hui, wie oft bin ich schon mit einem Flugzeug nach Deutschland geflogen? Vielleicht sogar kürzere Strecken. Ja. Mein letzter Flug war gewesen von England nach Deutschland. Letztes Jahr. Wie oft sind wir schon geflogen? So, beziehungsweise im Jahr 2013. Das heißt, wir sind so oft geflogen und das ist so alltäglich für uns etwas, dass man ein-, zweimal im Jahr fliegt, noch unter normalen Umständen, dass das für uns so nah ist. Ja? Dann gerade in Deutschland, da war eine Schulklasse bei. Für die 10. Klasse, beziehungsweise 16 Schüler, 15, 16 Jahre. Ja, und dann denkt man sich, dann versucht man sich in die Lage zu versetzen von den Eltern. Mein Sohn ist jetzt 11. So, da denkt man sich, pui, wie traurig muss das für die Eltern sein? Ja, die haben vielleicht so viel Zeit in ihre Kinder investiert, so viel Geld in ihre Kinder investiert. Wenn ich sehe, was ich und meine Frau, wie viel wir in unsere Kinder investieren oder wie viel Zeit man dafür opfert und wie man sich darüber freut, wenn das Kind eine gute Note geschrieben hat und ein Erfolgserlebnis hat. Ja. Die Kinder liegen einem am Herzen. Und da stellt man sich vor, ja, was ist, wenn dein Kind ins Ausland fliegt? Das könnte dir genauso passieren. Dein Kind geht ins Ausland, ja, vielleicht Austauschjahr oder was auch immer, oder eine Reise irgendwo hin. Könnte genauso passieren. Möge Gott bewahren. Aber das ist halt eben dieses Mitgefühl, was man in dieser Situation verspürt. Ja? Dieser Schmerz der Eltern. Wie groß muss dieser Schmerz der Eltern sein, das Kind verloren zu haben? Wie schlimm muss das sein? Ja, ihr Zuhause ist auf einmal das Zimmer. Hier ist das Kind, das man so lieb gehabt hat. Hier in diesem Zimmer. Das Zimmer ist leer. Guck mal. Da ist der Fußball von ihm, da ist die Barbie-Puppe von ihr, da ist der Computer, der Laptop, den er so gerne gehabt hat. Dieses Teil von meinem Leben, mit dem ich 15, 16 Jahre, oder dieses Mädchen, ist ein Teil von meinem Leben, diese meine Tochter, mit der ich 15, 16 Jahre verbracht habe, für die ich vieles geopfert habe, die eigene Mutter unter Schmerzen zur Welt gebracht hat. Ja, das ist weg und das ist natürlich etwas, ja, wo man natürlich Mitgefühl hat, selbstverständlich. Ja, man versetzt sich in diese Lage und das ist der Grund, warum uns das jetzt besonders schockiert, weil manche sagen, ja, was ist mit den Leuten, die dort und dort sterben? Ja, es ist klar, überall sterben Leute, überall gibt es Katastrophen und Tragödien und schreckliche Ereignisse.
Aber da dies so nah für uns ist, da dies so alltäglich für uns ist, ja, sind so Flugzeugabstürze etwas, was einen besonders schockiert. Ich hatte schon öfter gewisse Turbulenzen gehabt im Flugzeug. Ne? Und man spürt selber im Flugzeug, welche Angst man dann verspürt, weil man einfach so hilflos ist. Natürlich im Straßenverkehr, bei Autounfällen, bei Motorradunfällen, selbst Fußgänger sterben jährlich viel mehr als Menschen durch den Flugverkehr sterben. Aber trotz alledem hat man das Gefühl im Auto, dass man die Situation besser unter Kontrolle hätte. Man hat das Gefühl auf dem Motorrad, dass man es besser unter Kontrolle hätte als im Flugzeug. Im Flugzeug fühlt sich hilflos. Was ist jetzt, wenn die Maschine ausfällt? Was ist dann? Da ist man da oben, da fällt man runter. Ja, aber wie krass muss das sein, wenn man 8 Minuten im Sturzflug ist? Und deswegen sollte das für uns ein Grund sein, jeden Tag unsere Tauba, unsere Reue zu Allah zu erneuern, damit wir denken, der Tod kann uns immer erreichen. Denn wir sind auch nicht sicher im Straßenverkehr. Wir sind auch nicht sicher als Fußgänger. Wir müssen mal auf YouTube eingeben, Fußgänger erfasst. Ein Fußgänger geht auf der Straße und plötzlich kommt ein Lastwagen, bricht aus und hat absolut keine Chance. Genauso wie jemand, der in ein Flugzeug abstürzt. Dann sollte es auch eine Dankbarkeit für uns sein. Dass wir darüber nachdenken, ja, eine Weisheit von Allah darin, erstmal, dass wir Tauba machen. Denn Allah erschafft nichts außer zu einer Weisheit. Ja, dies ist eine Weisheit für uns. Ja? Dass wir dankbar sind. Dankbar und Allah darum bitten, uns zu bewahren. Drittens eine Gewissheit, der Tod wird kommen. Und der Tod kennt kein Alter, da waren noch 2 Babys bei. Ja, und Alhamdulillah, was wir aus den Hadithen des Propheten ableiten, ist, dass auch Babys ins Paradies gehen. Ja. Und dann für die Nichtmuslime, dass man über den Sinn des Lebens nachdenkt. Der Sinn des Lebens ist es nicht einfach, das Leben zu nutzen. Denn das Leben kann morgen vorbei sein. Der Sinn des Lebens ist es nicht, das Leben zu genießen. Das Leben kann morgen vorbei sein. Dieses Leben ist nicht das eigentliche Leben und das möchte ich allen Nicht-Muslimen und auch Muslimen mit auf den Weg geben. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah 29, Vers 64: وَمَا هَذِهِ هَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُ وَلَعِبُ وَإِنَّ دَارُ الْآخِرَةِ لَهِيَ الْحَيَوَانِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Das heißt, und dieses diesseitige Leben, das ist nur Zerstreuung und Spiel. Es ist nur Zerstreuung und Spiel. Und wahrlich, das jenseitige Leben ist das wahre Leben, wenn sie es nur wüssten. Wenn sie es nur wissen. Und darüber muss man sich im Klaren sein. Dieses diesseitige Leben ist nur ein Übergang. Nur ein Übergang. Allah sagt im Koran, in Surah 67, Vers 2, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Derjenige, der Leben und Tod erschaffen hat, um euch auf die Probe zu stellen, wer die besten Taten vorstellt. Jetzt könnte jemand sagen, warum? Warum? Warum, weshalb, wieso? Ja, warum macht er das mit uns? Warum passiert sowas? Die Antwort ist ganz einfach. Allah sagt in Surah 21, Vers 23, لا يسألوا عما يفعلوا وهم يسألون. Er wird nicht nach dem gefragt, was er macht, sondern sie werden gefragt. Er wird nicht nach dem gefragt, was er macht, sondern sie werden gefragt. Und das ist etwas, was heutzutage im Zeitalter des Säkularismus viele Menschen vergessen haben. Du bist nicht Gott. Das ist nicht deine Entscheidung. Du hast dich nicht selber zur Welt gebracht. Sondern du bist ein Besitz Gottes. Das ist die Realität. Und Gott entscheidet ganz genau, wann und wie er dich aus dieser Welt nimmt. Er hat dir einen Zeitraum gegeben, ob dir das gefällt oder nicht, das ist so. Und das ist das, was wir verstehen müssen. Wir sind Diener. Wir sind nicht diejenigen, denen gedient wird. Gott ist nicht dazu da, uns zu dienen, wir sind dazu da, um Allah zu dienen. Allah sagt im Koran, Surah 1, Vers 56,
Ich habe die Dschinn und die Menschen nur erschaffen, damit sie mir dienen. Das muss man einfach realisieren. Und jeder Mensch ist ein Besitz Allahs. Ja, weil wir hören dann immer wieder solche Sachen. Ja, warum ist das zugelassen? Warum ist er gestorben und er war so jung? Warum? Warum? Die Frage muss sein, warum stellst du diese Frage? Du stellst diese Frage, weil du dir vorstellst, dass du das Recht gegenüber Gott hättest zu entscheiden, wann du stirbst und wann du nicht stirbst. Das Recht hast du aber nicht. Du stellst diese Frage, weil du denkst, Gott würde dir Unrecht tun, wenn er dir dein Leben nimmt. Weil das dir gehört. Nein, dein Leben gehört nicht dir. Dein Leben gehört Allah. Dein Leben gehört dem allmächtigen Gott. Und manche Menschen lässt er früher sterben, weil er beispielsweise weiß, dass sie schlechte Dinge tun werden. Und manche Menschen lässt er lange leben, weil er weiß, dass diese Leute schlechte Menschen sind. Ja? Und er hat Sabr mit ihnen und so vermehren sie ihre schlechten Taten, für die sie am jüngsten Tag bestraft werden. Das heißt, das diesseitige Leben ist eine Probe. Und es kann manchmal eine Gnade für einen Menschen sein, früh gestorben zu sein. Weil vielleicht dadurch, dass er früh gestorben ist, ist er davon abgehalten worden, schlechte Dinge zu tun. Es kann manchmal sein, dass das lange Leben ein Schaden für ihn ist. Wir haben zum Beispiel die Geschichte in Sure 18. In Sure 18, da wurde ein Junge getötet. Und dann wird gefragt, ja, warum ist das passiert? Warum wurde das gemacht? Er wird erwähnt, dass Allah wusste, dass er später seinen Eltern Schaden zufügen würde. Deswegen muss er verstehen, hier liegen überall Weisheiten von Allah. Das andere ist, stellt euch mal vor, man muss sich vorstellen, jeder würde zum selben Zeitpunkt sterben. Jeder würde sterben, wenn er 86 Jahre und 320 Tage alt ist. Dann wäre es so, dass er sich immer sagt, ach ja, ich warte bis zum Tag 329. Dann fange ich an. Nein. Aber so wissen wir, dass nur Allah weiß, wann er dich abberuft. Weil er dich abberufen wird. Ja. Und deswegen sollte man nicht denken, wenn jemand früh abberufen wird, dass das etwas ist, wodurch Allah ungerecht ist. Denn Allah kann dadurch nicht ungerecht sein, weil ihm alles gehört. Alles. Und wir besitzen keinen einzigen Atom im Universum. Wir sind Diener Allahs. Aber mit der kleinsten Bemühung können wir, weil er uns geehrt hat, ins Paradies gehen. Wir können ihm nichts hinzufügen an seiner Macht. Und wir können ihm keinen Schaden zufügen, wenn wir ihm nicht dienen. Aber trotz alledem hat er uns dieses leichte Angebot gemacht. Schaut euch die Schöpfung an. Diese Schöpfung hat einen Schöpfer. Dient diesem Schöpfer alleine. Und folgt dem Gesandten Allahs. Und ihr werdet in das Paradies eingehen. Und sogar diejenigen, die das nicht tun, aber keine Warnung bekommen haben, denen das keiner klar gemacht hat, kriegen am jüngsten Tag nochmal eine Chance. Subhanallah. Möge Allah uns bewahren. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.